Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together mittlerweile Borderlands. Oh yeah, mit dem Two-Face. Oh yeah. Und weiter geht's. Wir waren ja im letzten Part fleißig Blümchen sammeln, das haben wir erledigt. Wir haben die Aufnahmen und wir haben TKs Bein. Von daher würde ich sagen, Mission complete. Gehen wir die Quests abgeben. Und da bekommen wir auch nochmal Waffen für. Habe ich eben noch einen Kackihaufen leuchten sehen? Ja, habe ich. Mit einem Nade. Schade, ich habe volle Nades. Ah, dann nehme ich die doch mit. Dann habe ich wenigstens wieder eine. Für Umme. Ja, ich habe... Oh. Tschüss. Wie so einfach nur niederbrennen ist. Wenn ich treffen würde. Na gut, Level 4 natürlich mittlerweile. Einfach nur noch... 2 XP ist ja nix. Lebt das auch ab. Eigentlich Munitionsverschwendung. Wo kommt ihr denn überall angesprungen hier, ey? So, gehen wir einfach weiter. Ah, hier liegt dann gehe ich da oben an den Shop-Dingern gerade mal Waffen und so verkaufen. Ja, so den Schund, den man auf jeden Fall dabei hat. Ne? Richtig, ja. So. Was gibt's hier? Ich muss die Kleber, die haben wir ja. Verkaufen, die Ladyfinger. Ja, die muss jetzt leider weg. So leid es mir tut. Auch wenn es eigentlich eine gute Waffe ist. Naja, gibt $108. Was haben wir noch? Das Patrol SMG. Ja, wird sich auch ein besseres finden, ne? Rowdy Machine Gun kann weg. Oder? War das die? Was für eine habe ich angelegt? Ah, auch ein Rowdy Machine Gun, aber mit mehr Schaden. Okay, dann kann die auch weg. Die kann weg, wir haben jetzt unsere Feuerpistole. Der Granatenmod kann weg. Und das... Ich hab hier... Was hast du für ein Schild an? Ich hab ein... Moment. 72, Ladegeschwindigkeit 16 hätte ich hier. Eins. Wo ist es denn? Da ist es. Ja, habe ich. 72, Ladegeschwindigkeit 16. Ja, okay, dann kann ich das verkaufen. Gut. Aber was ist denn mal so im Angebot hier, in dem Laden? Ja, der hat eigentlich, ja, der hat ja keine Waffen. Hier kannst du dir aber Munitions-Upgrades holen, also dass nee, du mal Munition den, tragen kannst. Bei Zed für Shields. Aber... Achso. Was hat denn für ein Schild? Ein episches Schild. Boah, schnelle Gesundheitsregeneration. 61er Schild, 19er Ladegeschwindigkeit. Sowas hab ich nicht. Ich bin nur so doofe. Ich hab 19 mit hoher Kapazität, aber... Was trage ich gerade? Das ist mir für den Preis auch zu viel, ja. Ich trage das hier, 61,13. Oh, das ist gut. 2800. Ja, hol ich mir. Ich stehe ja so ein bisschen auf... Gesundheitsregeneration. Meins hat sehr langsame Gesundheitsregeneration. Hoppsa, jetzt habe ich gar kein Schild mehr. Bam! Mal gucken, was es bringt. Ich bin gerade im Überlegen. Medikits. Ja, ich nehme immer so 4 Medikits mit. Das sollte passen. Gut, wollen wir weiter? Können wir. Können wir. Ich freue mich. So, das ist ja Aussehen anpassen. Wollen wir jetzt nicht. Ups, ja. Hübsch genug. Die Reise wird fortgesetzt in jetzt. Genau. Arid Badlands. Na komm. Mit Claptrap, der kleinen Mülltonne. Richtig. Ach, hier sind ja auch wieder welche. Oh, ja, hier sind noch keine so One-Shots. Nicht? Nee. Ja, kommt drauf an, wahrscheinlich, wenn man kritisch trifft oder ja, mit einer Schrote eh. Ah, weg da. Hier ist Shoddy-Munition. Wenn da einfach weg, müsst schon nur noch treffen, ne? Ja. Okay, das hilft. Wäre schon mal ein Vorteil.
So. Dann gehen wir mal zum guten TK. Quest abgeben. Und dann kriegen wir, so wie ich das gesehen habe, ein Scharfschützengewehr und eine Schotti. Vielleicht ist das ja eine Schotti für mich. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie auf 800 verschiedene Waffentypen leveln, warum weißt du? Kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde. Wer Wind sieht. Oh, ein episches Scharfschützengewehr sogar. Okay. Danke. Einiges geht einfach nicht, wenn man nichts sieht. Aber du gibst keine Quests ab, oder? Ich habe jetzt keine Quests abgekriegt, aber EP gekriegt. Danke. Und aber weiter nichts. Einfach nicht, wenn man nichts sieht. Ja, gut. Oder? Ah doch, ich habe jetzt hier die Vicious Thunder. Ah, da hast du schon die Quest abgegeben mit dem Dings, mit dem... Na egal, weil ich würde das gern vorlesen, weißt du? Nee, du, ich glaub, das ist schon die du abgegeben hast, oder nicht? Ich habe nur einmal E gedrückt bei ihm, vor ihm und weiter nichts. Kein Enter, kein Null. Naja, schauen wir gleich mal. Ich lese das mal vor. Ich glaub's nicht, du bist durch Höllen voller Skag-Scheiße gewartet, damit ich im nächsten Jahr nicht verhungere. Nein, wir sind durch Höhlen voller Skag-Kacki gewartet. Das nenne ich Nachbarschaftshilfe, du sollst das hier haben. Komm in ein paar Monaten wieder, dann was koche ich dir meinen berühmten Klingblumeneintopf. Na, lecker Schmecker. Ja, hier hat er jetzt direkt die nächste Quest. Ah ne, Tiki verleibt im Leben, genauso wie die. Alles klar. Da ist ja mein altes Bein. Sieht ein bisschen angekaut aus, aber ich glaube, ich kann es reparieren. Danke, dass du es mir zurückgebracht hast. Kann natürlich sein, dass du andere Waffen bekommst als ich, weißt du? Meine TK's Wave habe ich jetzt auch gerade noch gefunden. Aber die ist sogar schlechter als die, die ich gerade drin habe. Weil plus 50 Schaden bei kritisch, naja, gut, die ich gerade drin habe. Und Rückstoßverringerung halt 50%, gell? Was halt die Zielgenauigkeit nochmal hochsetzt wahrscheinlich. Oh, ja doch, das schon deutlich. Und ein Scharfschützengewehr, was auf Aber mein anderer hat halt 5 mehr Schaden. Was hast du für Scharfschützengewehr, weil du irgendwas von Thunder gesagt hast? Ich habe hier keine Thunder-Waffe. LB370.3 Vicious Thunder. Ist auch ein Scharfschützengewehr? Ja. In okay. Lila. Ja, lila ist Schaden meine 87, auch. Zielgenauigkeit 96,7, Feuerrate 1,4, bla bla bla. Krass, meine macht nur 52 Schaden. Also ich habe eine Feuerrate von 2,7 und Feuerschaden. Nee, vorhin war da noch irgendeine, die ich auch noch mitgenommen habe, oder? Ah ne, das war ja die gleiche, die ich vorher hatte. Ach, keine Ahnung. Weil ich habe die Liquid Wrath. Ich schläg die einfach mal an. Das ist ja meine. Oh, aber 9 Schuss Steckmagazin. Was für ein Scharfschützengewehr hier in dem Spiel schon mal ganz gut ist. Ah, 10 Schuss. Ja, 10 Schuss. So, was haben wir da noch? Warum sind sie hier? Wollen wir die Quest auch noch abgehen, dann sind wir vielleicht Level 10 und haben genau das für die nächste Quest. Die müssen wir hier hinten abgeben bei Klepp-Klapp oder so. Hier bei dem Bike-Typen da noch, oder? Oh, voll explodiert, Alter. Voll geil. Ah, daneben geschossen. Hab ich. Ah, ich werde mal ein bisschen snipen. Der gute, scheiße, jetzt hab ich den Namen vergessen. Bin ich auch da so? Ich will die Quest hier noch abgeben, ach, nee. Eine. Ach, hier ist das ja. Ja, gerade voll falsch gelaufen. Muss das nicht hier? Nee. Muckelei? Heißt der Muckelei? Ich weiß es nicht. Falscher Name, falsch ausgesprochen habe, tut es mir leid. Der ist ein Zuschauer von mir. Und der wollte... Alter, wie soll einfach explodieren, ey. Würde gerne sehen, wie ich mit... Boah, mit Scharfschützengewehren spiele. Also machen wir das mal. Ja, meine macht auch gut Bums und halt plus Feuerschaden. Feuerschaden ist halt gut. Na, vielleicht gehen wir auf Dings, ein bisschen noch auf Sniper. Vor allem das Gute ist ja, man hat ja später eh mehr Waffenslots. Und dann passt das ja alles. So, ich gehe uns gerade mal ein bisschen Geld besorgen. Ich habe auch noch mal... Ah, Banditen. One ja, hit. Du machst das schon. Get me down, oh yeah. Bist du? Ach, du läufst da hinten rum. Ich plündere in der Zeit mal wieder die Stadt. Aber ich krieg jetzt gerade. Ach, hat eine Kiste geöffnet. Was doch. Mehr krieg ich jetzt nicht angezeigt. Hat ja, eine ich habe auch kein Geld aufgehoben. Oh, hier ist eine Waffe. Achso. Jetzt hebe ich Geld auf. 28 Dollar. Ja, 28 Dollar und 14 Dollar. Und 17. Das klingt doch gut. Du weißt, was du wissen musst. Mach ich die hier noch auf? Genau. 20. Können wir eigentlich das nächste Mal offscreen machen, also jedes Mal, wenn wir quasi ins Spiel kommen, können wir hier drauf losplündern, die Stadt, und gut ist. Ja, hier das war ist da ja sonst doch schon eher ein bisschen langweilig, ne?
Ja, jetzt für die Zuschauer ist das natürlich ein bisschen doof. So. Schick. Hier ist noch ein Briefkasten. Und dann ist gut. Genug geplündert. Ja. Die Quest sollen wir abgeben. Hier. Ah, hier hinten ist auch noch irgendwo mal ein Kackerhaufen. Vergiss nicht, den Markus Laden reinzuschauen. Ich lese mal vor. Errungenschaft freigeschalten. Ding-Novise. Mithilfe der Daten aus den drei Rekordern konntest du folgende Nachricht rekonstruieren. Ihr V-Pelze wollt euch Sledge's Männern anschließen? Schön. Schlag dein Lager in Skag Gully auf. Diese Firestoners werden sich in die Hosen machen. Es klang, als wäre dieser Sledge die eigentliche Bedrohung. Okay. Oh, ein Schattenlevel up. Du auch, du bist auch Level 10. Und dann, ich teste jetzt mal die neue Schrotflinte. Hauen wir den letzten Punkt hier rein. Was gibt's dann? Steigert Shotgun-Schaden und Streuung. Okay. Ein Feind töten steigert deine Feuerrate und vermindert den Rückstoß für ein paar Sekunden. Das klingt gar nicht schlecht. Ich würde aber gern. Guck mal, auf was soll ich denn gehen? Also, ich kann einmal skillen. Mein Geschützturm quasi, dass wenn wir uns in der Nähe vom Geschützturm aufhalten, sich unsere Munition regeneriert. Mhm. Oder aber, dass er uns heilt. Aber eigentlich Munition fliegt ja genug rum, ne? Ja, finde ich auch. So Heilung wäre vielleicht ganz gut. Ja. Aber das gibt dann auch nur erneut 1% Gesundheit pro Sekunde. Das ist ja auch so relativ mal nix. Dann nehme ich lieber ein Medikit. Dann gehe ich erstmal, glaube ich, auf Schaden von dem Geschützturm. Gehe ich auch noch weit? Ich bin auch noch überlegen hier. Ah ne, das ist ja das. Ne, da werde ich eher auf Geschützturmschaden gehen. Was haben wir noch? Abgefeuerte Schüsse, das ist doof. Ach, hier kann ich einen Nachschubabwurf. Hm. Das hier ist eigentlich auch nicht schlecht, gell? Ich gehe nochmal auf Schaden. Ich glaube, ja, Schaden habe ich voll geskillt jetzt schon. Ich mache 15% mehr Projektilschaden. Und ich glaube, ich gehe dann als nächstes auf maximale Gesundheit. Boah, dann was kann für ein übelstes Zoom-Ding die Schrotflinte hier jetzt hat, ey. Projektilresistenz. Heftig. Das ist Schaden und Gesundheit. Das ist natürlich auch gut. Das hier ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Feuert alle 8 Sekunden eine Rakete ab. Achso, der Scorpio-Geschützturm wieder. Also wir könnten steigern die Magazingröße für den Rückschuss für Combat Rifles. Und das hier war steigern die Magazinkapazität für alle Waffen. Ne, dann werden wir glaube ich hier so gehen erstmal. Ah, mal schauen, wie wir das gehen. So, und jetzt müssen wir Bonehead erledigen. Wir gucken, ob es irgendein schönes Schild gibt. Ne, gibt es immer noch nicht. Dauert noch 1,5 Minuten, bis es neue gibt. Komm, wir haben zwar schon 13 Minuten 30, aber wir machen Bonehead jetzt noch platt in dem, Dem Part. Das gibt ein etwas längerer Part. Also wir machen jetzt Bonehead noch platt und geben die Quest noch ab, würde ich behaupten. Aber warte mal, hier unten liegt noch voll viel rum, wo wir die Skugs getötet haben. Ach, nur Munition. Ah, da war Sniper Rifle Munition. Und ich habe auch schon einen Platz, wo wir gegen Bonehead kämpfen. Ich hoffe mal, da kommen wir hin. Hast du das? Ich hoffe mal, ja. Ich hoffe mal, das haut alles so hin. Ich wäre verdammt nochmal für einen fahrbaren Untersatz. Ja, haben wir aber leider noch nicht. Weil dafür brauchen wir das Digi-Struck-Modul vom Bonehead quasi. So, warte mal, bevor du da vorrennst. Wir gehen jetzt hier rechts hoch. Und ich frage mich immer noch, wie wir zu diesem einen versteckten Claptrap kommen. Versteckter Claptrap? Ja, hier gibt's noch so einen versteckten Claptrap. Du bist doch Level 10, oder? Ja. Hast du die Shotte jetzt mit diese Shock-Shot quasi? Ja. Das ist gut, dann kannst du nämlich die Schilde von Bonehead runterschießen. Der ist Level 11 und hat ein Schild. Ja, wenn du jetzt hier rüber guckst, da hinten steht ein Claptrap. Wo?
Da hinten, siehst du, so grün leuchten. Grün leuchten? Ah! In den Felsen drin. Da weiß ich aber noch nicht, wie wir da hinkommen. Aber wir machen jetzt erstmal einen Bauernhändler. Wir werden das noch rausfinden. Das auf jeden Fall. Oder hoffe ich jedenfalls, dass wir das rausfinden werden. Hi, Bonehead. Friss mein Geschütz, du Lappen. Das ist nicht schade, dass hier keine Fässer, die explodieren. Ich geh runter. Tu es. Bam, hat er ihn umgeboxt. Ich geb dir Sniper-Unterstützung. Ich geb dir mal einen Schläger. Was willst du denn? Sag bloß, du kommst hier hoch. Guck mal, hier vorne steht noch einer. Bam, Alter. Headshot im Sprung und so. No Scope. So, Geld. Was haben wir hier? Das ist großartig. Den Schredder. Mal schauen wir mal, was ich hab eine Bonehead-Figur eingesammelt. Sicher, dass das nicht explodieren kann? Ich hab eben. Kannst ja auf dem Video gucken. Ich hab da echt mit dem Sniper voll oft drauf geschossen auf das Ding. Naja, gut. Dann schauen wir uns hier erstmal um. Hier ist nämlich eine große Waffenkiste. Wo ist denn? Ah, ne, hier ist das Digistruck-Modul drin und einfach nur Geld. Geld ist immer gut. Lauf ich geduckt rum? Ey, ich komm mir voll klein vor neben dir. Das ist unglaublich. Du bist voll der Riese. So, da ist ein Pfeil, der zeigt hier rein. Warum? Weil hier eine Toilette ist. Mit Sniper-Rifle-Munition drin. Oh. Haben wir nicht mal gebrochen. Das ist richtig. Und hier ist auch noch ein Häuschen. Oh, da ist Geld drin. Sehr schön. Geld kann man auch immer gebrauchen. So. Wie im wahren Leben. Hier hinten ist noch eine Kiste. Hier ist noch ein Tresor. Munition. Da ist noch eine Geldbörse. Ha! Oh, sogar zwei. Ja, sehr schön. Wo war Munition? Hier hinten? Hier unten drunter. Ah ja. Zack. Sehr schön. Ja, würde ich sagen, gib mal die Quest ab, oder? Ja. Weil hier ist ja sonst nichts mehr. Ich glaub nicht. Wow. Was war das denn? Der kam ja vorüber, so wie der Bastard. Achtung, das ist aber nicht. Boah. Om nom nom Geld. Krass, hier steht der da über die Mauer, ey. Was geht bei ihm? Achso, ich wollte mir ja mal angucken, was war das denn? TK's Wave. Achso, das ist diese Schotti. Es weht ein Wind aus Blei. Ach, die macht 2x10 Schaden. Boah, da ist ja innerhalb von 2 Sekunden zum Beispiel. Der Terrible frei. Matador geht eigentlich auch schon gut, aber. Terrible Matador? In den ich noch hab. Ich kann den einfach mal hinschmeißen, dann kannst du den dir mal angucken. Ja, mach mal. Super, damit habe ich nicht gerechnet. Den habe ich mal irgendwo gefunden oder gekauft, ich weiß es nicht. Auch nicht schlecht, ja. Aber die Rotze hier, die macht halt gerade schön Schild kaputt, ne? Richtig. Was uns eben sehr geholfen hat. Definitiv. Gegen das Born ging hat. Ja ratzfatz, ey. Oh, was ist denn da unten? Hier ist eine Geldkassette drin. Guck du, das wusste ich jetzt auch noch nicht, dass da unten so ein Ding ist. Nee, die hatte ich beim ersten LP quasi schon gefunden. So, dann geben wir mal die Quest ab. Bonehead, der Dieb. Abliefern. Siehst du, es passt genau hier rein. Kann jeder Affe. Hör zu. Danke für deine Hilfe. Ich besorge dir ein kostenloses Fahrzeugkonto. Dann hast du eine Karre, bis meine Dankbarkeit verflogen ist. Jetzt hast du alles, was du brauchst. Da schießen welche auf uns. Wo? Ach, da hinten. Gut, Quest angenommen. Ja gut, ich bin halt auch auf Sniper überhaupt nicht geskillt. Boah, ich schau mal gerade getroffen, 610 Schaden. Bam! So, dann machen wir hier noch die Geldkassette auf.
So, Rocket Launcher, Machine Gun. Rocket Launcher, oder? Aber hallo. Farbe. Weiter, Bruder. In Orange natürlich. Fahrzeug generieren. So, ich muss das Fahrzeug. Eieiei. Steige ein. Du hast auch eine. Klar. Ich sag ja, wir können zwei Fahrzeuge mitnehmen. Und vor allem, du hast auch schön Clanfarben. Ja. Schick. Ein bisschen das Dorf ab, ne? Ja, super. Ja, aber gefahren wird erst im nächsten Part, liebe Leute. Von daher verabschiede ich. Wie komme ich denn wieder hier raus? Achso. Einfach E drücken. Einfach E. Ich guck noch, was er hier vorne dabei hat. Oh, eine Waffe. Ach komm. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Verpiss dich. Würde ich sagen, gehen wir noch verkaufen. In dem Part. Der ist jetzt eh schon 21 Minuten lang. Ja. Dann können wir noch verkaufen. Dann fangen wir das nächste Mal wieder hier im Dorf an. Und dann plündern wir das schnell und gut ist. Und dann können wir ein bisschen Auto fahren. Denn wir haben ja jetzt quasi die Aufgabe, Puma zu fahren. Ja, ja. Ach, ja, wir können hier den Puma fahren, alles? Die Schlucht ist überspringen. Das ist nicht so einfach. So, ich verkaufe auf jeden Fall den Bone Shredderer. Ich verkaufe TK's Wave. Da weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube, die verkaufe Pistole ich auch nicht. Und so Sniper. Die Lady-Finger benutze ich eigentlich auch gar nicht mehr. Die schmeiße ich auch jetzt raus. So, und das behalten wir uns alles. Die Was hat er denn hier für eine Waffe? Noch. 13 Schaden. Boah, 3,9 Waffenzoom. Nee. Nee. Was hat er sonst noch so? 9, 14 Schaden, 17 Schaden. Mit Feuerschaden mal 2. Ja, sonst eigentlich. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, die Terrible Matador würde ich auch verkaufen oder willst du noch eine Schrotflinte haben? Nee, ich werde nicht mit Schotty spielen. Gut, ja, reicht auch, wenn ich das mache. Richtig. Geht nicht, schade. Dann kommt sie weg. Hier noch für Sniper Rifle und. Ja, das war's. Gut, jetzt ist aber der Part beendet. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao.